Hallo miteinander und willkommen zurück zu Grand Tactician mit Torren Gent. Ja, diese ominöse Schlacht. Ja, wir werden irgendwie ein Rückzugsgefecht hier machen müssen oder wir kriegen irgendwie eine echt geile Verteidigungsposition. Ansonsten sehe ich hier leider schwarz, da ja unsere Kavallerie offensichtlich keine Lust hat, sich hier an uns zu binden. Wie gesagt, wir müssten auch tatsächlich mal hier im Osten mal eine richtige Armee bauen, weil das alles Kors sind. Wir müssen hier irgendwie mal eine ordentliche Orga aufbauen. Vielleicht kriegen wir das sogar. Warte mal. Kann ich das noch machen, während ich in diesem Interface bin? Leider nicht. Okay. Vielleicht liegt das auch daran. Ich meine, wir haben ja sonst immer Verstärkung auch bekommen, aber... wir müssen einfach eine Army of quasi West Virginia bauen, als großes, als Armee. Und dann werde ich versuchen, die ganzen Corps da rein zu transferieren in die OOB. Dann haben wir auch nicht diese ganzen Einzelkorps, sondern wirklich eine gigantische Aufstellung. Das ist halt 2 zu 1 überlegen, ne? Okay. Enemy seems to be retreating from the field. Try to push. Oh, okay. Was ist das denn? Wo würde der normalerweise überhaupt herkommen? Von hier? Okay. Das ist äußerst eigenartig. Der will das Gefecht also gar nicht führen eigentlich. Das war schon viel schöner aus mit so einer richtigen Order of Battle. Meine Güte. Ja, also ich denke nicht, dass wir groß was machen können. Wir können versuchen, hier vorzudrücken und die noch irgendwie zu erwischen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass wir das hinbekommen. Ja. 400 Runyon. Okay. Äußerst eigenartiges Verhalten. Na gut, aber zumindest können wir jetzt, beziehungsweise haben kurz die Zeit, unsere kleine Theorie zu testen. Ob wir diese Order of Battle-Geschichte jetzt so bauen können. Wie gesagt, so richtig ausprobiert habe ich das noch nicht, aber er hat auch keine Auswirkungen, witzigerweise. Obwohl, ich meine, das letzte Mal, als wir quasi geflohen sind aus einer Schlacht, hat das Auswirkungen. Finde ich gerade ein bisschen, unschön. Ja, glorious victory. Absolut, ne? Okay, jetzt pass mal auf. Wenn ich jetzt sage... Weil ich kann das ja nicht bei einem von euch machen. Weil ich ja... NMB to create new division. Below scopes only has may only have divisions. Forces and ground armies with independent corps. Ja. Das weiß ich durchaus. Bau mal eine neue Armee jetzt in West Virginia. Oh, ich kann gar nicht. Okay, ich kann nur in Virginia. Aber es ist auch okay. Evans. Francis L. Evans. Replace. Major General. Porterfield. John B. Clark. William J. Hardy. Roswell Ripley. Ah, ich will schon sagen, wo sind die denn alle hier, ne? Das war die letzte Seite. Robert S. Garnett. William C. Scurry. Ich meine... Schubal Early, ja? Ich meine, er ist ein Ingenieur. Echt early hier eine eigene eigentlich müssten wir ja schon einen von denen hier oben nehmen. West Point Graduate. Das ist doch alles West Point Graduates hier. Da war ein Kavaliergeneral. Ich meine, 2 Sterne immerhin, ne? Ich meine, es wird alles schlechter. Was ist ja bei den allen hier so eigentlich?
Also bei Jubal Early. Okay. Okay, so. Transfer. Die South Carolina Army bist du ja gar nicht, weil du ein Corps bist. Was? Oh, Junge! Na also, aber wieso ist der denn noch hier? Ach nee, warte mal, jetzt... Hä? Was passiert hier eigentlich? Und wieso bist du noch hier? Das ist so komisch. Komm schon. So. Okay, da ist das eine Korps. Du hast jetzt echt mehrere Leute unter dir. Warum auch immer? Ich verstehe das nicht ganz. Vor allem sind das Leute, die hier unten sind. So, die Western Army, nein. Army of Virginia. Army of Kentucky, nein. Army of Virginia, genau. Dich will ich hier auch drunter haben. So, Magruder. South und Raiding Force, die sollte ja eigentlich auch dazu. So, Army of Virginia, Army of Kentucky. Okay, ich denke, wir haben es jetzt, ne? Vielleicht noch eine Armee im Westen. Ah, nee, wir haben die Army of the Potomac noch. Of the Potomac noch, die muss ja auch noch hin. Nur kein Stress, ne, Jubal. So. Ja, die müsste ich dann sowieso noch. Okay. Oh shit, habe ich das jetzt gemacht? Oh, bitte sag mir, dass ich das gemacht habe. Nein! Ha. Oder? Doch, Army of Virginia. So, und da sind alle drunter. Ich habe keine Ahnung, warum. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Ihr kommt einfach hier raus, so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, es sieht nicht aus, als würden mir hier Leute fehlen, eigentlich. Da verteile ich. Aber ihr seid definitiv Leute, die hier aus einer Division raus sind, oder? Bei Beauregard. So. Machen wir es so, ne? Du warst eigentlich auch eine Division unter jemanden, oder? Ich hab... Wo stehst du? Du stehst bei der Florida State Guard. Das ist die Florida State Guard. Warte mal, wieso hat... Ach nee, warte mal, Florida? Oh. Die Jungs sind das. Inni, die dürfen da raus. wie mache ich euch denn hier raus? Weißt du, was wir machen? Wir bauen jetzt auch im Westen. Ich hoffe echt nicht, dass das zu langweilig wird. Ich hoffe, dass einige von den Stellen so Strategen sind wie ich und dann das geil finden, wenn man OBs bauen kann. Es mir wirklich leid, weil ihr nicht von der Sorte seid, aber ich finde es halt echt gut. Ja, das ist, ne? Also seine Sache ist schon ein bisschen eklig noch. Also wir haben diese Division. So, jetzt haben wir hier eine zweite Division. Und, ja, definitiv noch eine dritte. So. Dann können wir nämlich in der einen hier jetzt mal die ganze Artillerie reinpacken. Dass wir ihn vergessen haben, ne, zu bauen, richtig. Komisch. So. So. So, und bei ihm könnten wir jetzt definitiv mal jemanden dazu rekrutieren. Ja, das machen wir auch direkt. Aus, ne, Misery und so. Da hatten wir ja auch Leute am Start. Misery finden würde. Müsste ja eigentlich so mittig sein.
Massachusetts, Mississippi, Missouri hier. Ja, Missouri, nicht Misery. Das ist was anderes, ja. Missouri. Missouri State Guard. Ja. Eine 3000er. 255er oder 15er, würde ich fast sagen, eher. So. Ach, das passt noch. Wir machen nochmal eine Division hier. Nee. So. Jungs brauchen mich auch noch ein Zuhause hier. So. So. Gut. Das wäre natürlich genau die große Schwäche hier. Nein. Wir brauchen Cavalry. Cavalry aus tatsächlich auch Misery, schätze ich. Es ist halt ein bisschen blöd, weil wir nur so. Machen wir mal so eine kleine. Wir haben momentan keine guten Cavalry-Waffen, was echt blöd. Oh, doch, eine zumindest. Wir sollten wir eher im Osten einsetzen, schätze ich. Yo. Also, du hast jetzt fast 20.000 Mann unter deinem Kommando, was ja ganz geil ist. Andere Sache, wir brauchen noch eine Army of the West, also eine richtige Army of the West. Deswegen kreieren wir eine neue Armee. Zack. In dem wunderschönen Mississippi. Lyle. Lüle. Ja. Also, eventuell Transfer. So, die Western Army. Das Korps hier drunter. Vielleicht müssten wir die auch umbenennen. Hier. Ach, vielleicht müssten wir die Korps benennen. Misery. Oh Gott, Miss, Mi, nicht Mir. Missouri. State. Core. Okay. Bin damit jetzt erstmal relativ zufrieden. Wir können bei McGulloch auf jeden Fall noch aufrüsten hier. Und zwar mehr Infanterie. Da werden wir jetzt auch die westlichen Leute hier nehmen. Aus Mississippi. Die garstigen Leute, ausnahmsweise. 2225er. Hier und da. Das nochmal, kommen wir in den 3000er. Ist egal, tu es. So. Okay. Damit haben wir uns auch im Westen gestärkt. Die Frage ist, wen geben wir hier das Core-Kommando? Zwei Administration. Das war das Armeekommando, besser gesagt. Ach, da ist Wingo. Ja, der ist defaint, leider. Gott, Brian. Das ist gar nicht. Komm, wir werden hier mal William J. Hardy mitnehmen. So. McCulloch bleibt, Price bleibt. Ja, ich meine, es wird alles besser, ne? Bei euch sollten wir eh nochmal gucken, aber... Ach ja, warte mal, wir sind noch gar nicht fertig. Wir wollten doch auch die... Diese Florida State Guard hier auch noch reinpacken. Ach nee, warte, die war... Hier drin aus Versehen. So, die Florida State... So. Die werden wir einfach auch einfach nach oben ziehen jetzt. Ne? Mach hier auch mal eine richtige Division. Nicht so ein komisches Gedöns hier. Können das mal so tun, als wüssten die, was sie machen hier. Okay. Diese super kleine. Na, wobei, es geht eigentlich.
Na okay, sie sind schon ziemlich klein. Die mal verbinden hier, so. Ja, ich meine, das ist schon okay. Jetzt, das Einzige, was wir noch machen müssen, ist hier bei der Missouri State Cup, also bevor es weitergeht, sagen wir es mal so. Price, mein guter Freund Price, wo ist dieser eine Dude? Der noch diese komische... Habe ich das schon ersetzt? Ich könnte schwören, wir haben noch einen... Wir hatten doch einen mit Mixed Muskets. Oh, guck mal hier. Da ist der Perk. Texaner sind das hier. Engineering, Sharpshooters. Der Springfield Rifle. Suaven. Just appear to resist the drill in fast movement on the battlefield. Lost running level up by fighting prone. Gute Skirmisher. Spirited Charge. Deadly Volley. Wow. Short-range Engagement super gut. Ace of Spade. Besser in Cover und Eisen Disziplin. Also entweder die Volleys, Deadly Volley, oder was machen denn die Sharpshooter genau? Accuracy bis 10%. Das sollte man eher mit. Mach mal bitte Deadly Volley. So. Ich weiß, das ist jetzt echt blöd, aber wir werden jetzt auch mal alle hier durchgucken, ne? Weil es waren ja einige davor oder kurz davor abgegradet zu werden. So, hier. Guard und Brigade ist auch am Start. Du hast auch eine Anvil Rifle Musket. Ja, mach auch hier auch Deadly Volley. Jetzt muss ich jetzt so sehen, wo man gerade ist. Ist auch fast soweit. Sehr gut. Artie braucht sehr viel länger offensichtlich. Oh wow, ihr seid auch fast soweit. Und die hier haben jetzt zum Beispiel die Lawrence Rifles. Beide die echt super. Bitte mal die Einheiten, die sind super klein hier. Die würden zum Beispiel auch hier natürlich Dings bekommen. Scharfschützengedöns. Sharpshooter-Skill meine ich. Ach, ja. Die da unten sind mir eigentlich relativ. Wayne im Moment. Okay. So, dann jetzt immer alle organisiert. Auch ernsthaft. Ja, beweg dich mal weiter nach Norden. Beweg dich mal nach St. Louis. Benutzt dabei jede Art von guter Bewegung. Was auch interessant wird, wie lange jetzt unsere Kentucky Army hier brauchen wird, bis sie vollständig einsatzbereit ist. Das dürfte eine Weile dauern. Jetzt mal hier 44, 44, 49. Ja, so eineinhalb Monate im Schnitt. Würde ich behaupten. Ach nee, es passt. Das ist ja das zweite kleine Korps. Okay, lass mal weiterlaufen, ja? Was machen die denn jetzt hier? Ja, der ist halt leider immer noch broken, ne? Also geht einfach nicht raus. Da bewegt er sich jetzt tatsächlich mal. So, die Army of Virginia. Beweg dich mal dahin. Alles nutzen, was geht. Sag mal, wir haben alle Punkte gerade schon ausgenutzt, wegen dem Typ, der im Westen hochfährt. Okay. Wie gesagt, was mit ihm los ist, kann ich halt immer noch nicht wirklich sagen. Okay, er hat ein paar Verluste eingesteckt. Wir recovern unsere... Die Army of the Potomac darf die Army auch noch in Virginia an. Das sind die Jungs hier drüben. Ja klar, ne? Weil unsere Leute sind extrem down, sag ich mal. Ziemlich viele... Ah nee, das ist Covlet. Nee, Moment, das ist Covlet. Ich wollte schon sagen. Das ist Covlet. Kein Problem. So, hoffentlich haben wir hier niemanden mit Mixed Muskets. Die Schlacht machen wir jetzt. Es wird hervorragend werden. Perkersburg Ferry, Ohio.
Okay, weil wir facing einen Burnout an der Wheeler. Okay, 6005. Sein Name ist neu. Und kommt aus dem Norden. Was natürlich wieder in der 50-50 Chance hier gibt. Wohin sind Stellen? Ja. Wir können uns auf jeden Fall ein bisschen eingraben schon mal. Das ist immer das Gute. Wird er es tendieren, mich hier aufzustellen im Norden? Weil er das eigentlich ganz gern macht hier, den schnellsten Weg zu gehen. Und wir rücken hier einfach vor auf der Seite. Das wäre auch eine Idee. Es sind halt viele Flüsse. Also Moral ist einwandfrei. Wir haben hier natürlich die Kavallerie, ne? Wir könnten die Kavallerie hier drüben aufstellen. Und hoffen, dass sie das hier halten kann. Habt ihr Jocelyn Carbines, Springfield Musketons? Okay, also gut. Bauen wir ein paar Breastworks. Zwei kleine Kavallerieeinheiten. Ah ja, natürlich. Aber das Falsche. So. So, komm mal ein bisschen näher hier ran. Ihr könnt dann direkt mal absteigen. Ja. Ihr auch. Dann eben hier diesen Übergang unter Feuer nehmen. Und das ist der Plan. Meanwhile. Hier drüben machen wir was Ähnliches. Ja. Okay, vielleicht sollten wir. Das hat auch alle. Die erste CS Artillery. Stellen wir dich mal dahin. Ja, ihr solltet eigentlich alle auf diesen Hügel hier oben stehen. Okay, das ist hier die beste Wahl. Muss nur die richtige Stelle finden. Mal so. Gleiches gilt für dich. Also das sollten wir die allerweise so hinstellen, dass wir hier uns nicht gegenseitig behindern. So. Wie machen wir es denn jetzt den Rest? Jetzt machen wir mal hier eine Breastwork. Das ist eigentlich der Übergang, ne? Also wenn sie kommen, dann kommen sie hier. Okay, dann machen wir das vielleicht ein bisschen. So ein ganz klein bisschen konservativer hier. So ein bisschen viel. Ja, andererseits passt schon. So. Stell ich mal so hin, dass da keiner an der Seite rausschaut. Würde ich gut finden. So, zack. Und zack. Ah, ich bräuchte hier drüben noch was. So. Du hierhin. Ja, mehr haben wir leider nicht am Start. Komm du etwas näher. Und euer. Ach, einer ist sogar leider hier broken. Euer HQ ist schon hier, ja. So, denn. Dann macht mal. Du kannst hier so relativ mittig stehen, dass du denen drüben auch Befehle geben kannst. So, vielleicht irgendwie so hier. Okay, dann go. Dann bleiben wir mal diesmal defensiv. Wenn wir Pech haben, müssen wir uns hier massiv verlegen. Von der Seite auf die hier. Weil das, glaube ich, echt schwierig wird, das nur mit der Kavallerie zu halten. Vor allem, der Feind wird vermutlich ja bessere Reichweite haben als wir hier.
Gut, vielleicht nicht unbedingt als die, aber als die anderen. Idealerweise kommt er hier hoch. Und wir können ihn hier bekämpfen. Wenn das jetzt trotzdem hier nochmal machen, ja. Hier so eine Breastplate nochmal bauen. Lauf da mal rüber. Und bitte lass sie den anderen Weg gehen. Woher kommt ihr? Von da oben. Es ist halt verzwickt, wenn er der Straße hier folgt. Und nicht hinten umgeht, dann kommt er halt hier an. Zumindest gibt es ja auch eine Straße, sodass wir relativ schnell darüber können. Und der ist ja auch nicht gerade stark, also. Wir haben den Schutz, den wir benötigen zur Not. Die Jungs sind fleißig und bauen. Ich überlege die ganze Zeit, ob wir. Ich meine, wenn wir diese nicht kaputte kleine Schwadron gehabt hätten, dann wäre das natürlich perfekt gewesen. Wieso läufst du jetzt sonst wohin? Hier vorne? End of day, darkness has fallen und wir sind tatsächlich noch nicht unterwegs. Okay. Das könnte uns nicht viel weiter vorne aufstellen. Was uns halt jetzt so gesehen nicht viel hilft, dabei herauszufinden, wo der Feind eigentlich ist. Was wir machen könnten, ist mit euch aufsteigen. Und euch mal dahin zu stellen, damit ihr seht, woher die kommen. Ansonsten passt das eigentlich alles. Zurückziehen können wir uns immer noch, das sind immer noch die Victory Locations hier. Was wir machen können, ist vielleicht hier die Breastworks noch erweitern auf der Seite. Falls wir tatsächlich hier angegriffen werden auf der. So. Drüben passt ja eigentlich alles. Okay, go. So. Wo ist er? Wo steht der Feind? Ja, ne? Bei solchen Momenten, da macht es halt Sinn, ein Video zu machen. Ich skippe mal, bis wir ihn sehen. Also wir sehen hier auf jeden Fall in der Gegend Movement. Oh nein, sie kommen direkt der Seite runter. Okay, das ist das, was wir befürchtet haben. Okay. Lauf darüber, querfeld ein. Hier ebenso. Werde mit der Kaldin noch warten. Doch, ist aber leicht. Warte mal, hat er sich hier? Hier ist eine Steinmauer. Was du dich auch machen müssen, ist die ganze. Adler, die einpacken. Und hier rüber stellen. Ich meine, die ist schon da, ja. So, gib die Befehle. Na, ihr müsst natürlich erst limbern, sonst geht das nicht mit dem, ne, mit dem sich bewegen. Das sollte euch hoffentlich klar sein. Ja, okay, die kommen echt alle hier rüber. Scheiße. Komm du schon mal leicht zurück. Verlassen wir auch hier die Stellung. Kommt auch darüber. Können eigentlich das gesamte Personal darüber bringen. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob wir die eine Einheit rallyen können, aber sie hat sich irgendwie nicht gefangen. So. So, kommt ihr mal hier nach hinten.
weil die Jungs hier haben natürlich, sag ich mal, die erheblich bessere Reichweite und so. Darüber, ihr geht darüber. So, dann könnt ihr hier hin. Ich gesagt, komm. Weg hier. Komm hier auf die Flanke, das passt schon. So. Fahrt mal darüber. Auch hier rüber. Der darüber. Ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, wie viel Platz die immer brauchen. Aber ich denke, so müsste es passen. Ja. Das enttäuscht mich nicht, sagt mich, dass die auch mal da hinten auftauchen. Fehlt uns nicht irgendwie einer? Nee. Okay, sein Alter ist schon mal weg. Wir hatten jetzt bisher auch noch kein einziges Mal das Problem, dass die Artillerie nicht schießt, was schon mal super ist. Oh mein Gott. Du? Komm mal hier rüber. Ich traue dieser ganzen Sache überhaupt nicht. Ich habe die auch nur angetäuscht. Unsere Infanterie sollte das ja trotzdem halten können, ohne weiteres. Deswegen gleiten wir mal rüber mit der Kaff. Das ist euer Commander. Schick ihn auch hier rüber. Will jetzt wieder auf den nächsten Tag warten, oder was? Ja, kommt, das ist die Verstärkung nochmal. Wow. Was für eine Batterie. Einfach geil. Okay, es sieht nicht so aus, als würden sie. So, mountet euch mal wieder. Sieht ja fast aus, als könnten wir hier von der Seite aus die Jungs flankieren. Okay. Wenn das wirklich alles ist. Hier beim Übergang. Wir haben jetzt schon keine Lust mehr. Sind noch nicht mal in der Reichweite unserer großartigen Männer hier. Samuel Maxi freut sich schon. So, konföderierte Kavallerie. Nicht, dass der echt versuchen will, hier durch den Wald nach Westen zu gehen, um diese Hill hier einzunehmen hier hinten. So. Kavallerie ist auch leicht ermüdet, aber ich meine, was soll's, das passt schon. Sieht auch so aus, als würde der auch einiges abbekommen. Das freut einen doch immens. Auch die hier haben tatsächlich beim Überqueren was abbekommen. Ja, ich beschleunige es weiterhin. Sie werden, sobald wir hier beide da sind, vielleicht mal vordrücken auf die Flanke hier. Das Problem ist, dass wir dann wieder so ein bisschen das, ja, so mit relativ schwachen Einheiten hier kämpfen dann. Gegen potenziell stärkere Einheiten, weil es Infanterie ist. Aber ich meine, solange wir zu Fuß kämpfen und die unsere hohe Schussrate hier gut benutzen, passt das, ja. Okay, er hat uns gefunden. Keine Lust mehr.
Jungs, und bitte stellt euch ordentlich auf. Macht nicht hier so komische Faxen, ja? Ich weiß gar nicht, warum ich nicht näher ranzoomen kann schon wieder bei der Schlacht. Das ist, manchmal geht's nicht. John, halt. Halt an. Geh da rüber. So, auf geht's. Holt sie euch. So, advance. Advance. Sie fliehen. Okay, halt, 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 halt. Übertreibt es nicht. Okay, ich glaube, der Feind flieht. Guck mal, nur durch das Bombardement. Nur durch das Bombardement so viel Schaden angerichtet. Das ist echt der Hammer. Das hört nicht auf. Ja, so sieht aus nach einer decisive Victory für uns. Ich meine, der Witz ist, dass... Ich meine, er hat natürlich gesehen, dass wir hier eine echt krasse Position haben. Ja. Und, aber... Ich sag's mal so, eine Total War KI würde in dem Fall einfach voll auf uns losstürmen, weil das die einzige Möglichkeit ist, ne? Weil wir haben halt Artillerie... Artillerie-Überzahl. So hat er halt einfach nur Verluste genommen. Wir haben hoffentlich keinen einzigen Mann verloren. Vier Leute verloren? Drei Leute. Ja, das war aber echt ein geiles Schießfest für unsere Leute hier. Wir sehen sie nicht mehr. 23 Sekunden noch. Ja, Revere withdrawn. Enemy has been emerged from the battlefield. Okay. Großartig. Ein weiterer Rückschlag für die Union. Ein weiterer Sieg für uns. So, wir haben jetzt das Endergebnis. 15 Mann verloren. 3 Kavalleristen. Er hat 10 Geschütze verloren. 1200 Mann. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt sitzen wir natürlich weiterhin darauf fest und haben immer noch keine Möglichkeit, uns wieder zu versorgen. Ja, das ist die Armee, wo ich versucht hatte, das Versorgungslager zu bauen. Die im Süden Ohios sitzt, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ne? Ja, immer mehr Support für uns. Army of the Potomac ist fliegen in Panik. Hier drüben. Ja. Leider nicht wirklich weg. Wir haben keine Provisions. Jetzt müsste sich halt jemand mal hier bewegen können, ja? Dann könnten wir hingehen und das Ding aufbauen. Ja, und zwar, als wenn der sich wieder wenn wir den entbuggen könnten. Das wäre so gut. Ja. Ja, wieso der sich zurückgezogen hat am Ende? Weiß auch keiner. Wir werden es nie erfahren. In diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja. Dann hoffe ich, dass wir beim nächsten Mal mit einer voll aufgebauten OOB zunächst mal mit der Army of Kentucky hier mittig durchstarten können. Erst Cincinnati einnehmen in Ohio. Und dann wirklich hier... Ich weiß gar nicht, ob wir so weit hoch wollen. Eigentlich nicht. Wir sollten relativ schnell... Also auf jeden Fall Cincinnati einnehmen. Und danach vielleicht sogar Indianapolis. Weil das doch auch ziemlich weit weg ist von den Leuten hier noch. Und die können sich nicht bewegen die ganze Zeit. Wir müssen da schauen, dass wir hier Supply-Posten haben. Wobei, da ist tatsächlich einer. Wir darf setzen, dass wir den einnehmen können. Ja, das könnte interessant werden. Also, schaut euch beim nächsten Mal wieder ein. Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Euer Tor.